können Sie eintragen und dann anrufen 01379 44 21 21. Vielen Dank nochmal, Lotte. Danke, Lotte. Vielen Dank. So, vorher bin ich dran. Ist es Ihnen auch so gegangen, Sie kommen zurück aus dem Urlaub und Ihre Nachbarn sagen, Mensch, warst du nicht gerade im Urlaub? Du bist ja überhaupt nicht braun geworden. Wenn Sie in Deutschland unterwegs waren, kann das tatsächlich passiert sein. Wie kriege ich jetzt noch richtig schöne Urlaubsbräune? Das klären wir. Ja, ja, die Sonnensnobs. Viele, die hier vor kurzem noch lagen und jeden kleinsten Winkel ihres Körpers minutiös den bräunenden Strahlen ausgesetzt haben, kommen jetzt zurück. Und wie frustrierend ist es da für so manch Daheimgebliebenen, wenn diese Bronzestatuen dann nach Hause kommen und man sich selbst so furchtbar kalkweiß dagegen vorkommt. Und so greifen viele Balkonienurlauber zu Selbstbräunern verschiedenster Art. Egal ob Creme, Lotion oder gar Spray. Nur eine der Varianten, um einen getönten Ton ohne Sonne zu bekommen. Aber es gibt auch Experten, die warnen vor der Bräune aus der Tube. Auf was muss man achten? Was sollte man lieber auslassen? Wie bekomme ich ein frisches, sommerliches Aussehen? Und das ganze Jahr. Selbstbräunen, aber gesund. Wir zeigen jetzt, wie man es richtig macht. Im Studio jetzt Beauty-Expertin Janetta Kranepool. Schönen guten Morgen, Janetta. Guten Morgen. Gesund ist es bestimmt nicht, ins Solarium zu gehen, oder? Das können wir schon mal ausschließen. Absolut. Die künstliche Sonne, wie auch die natürliche Sonne, ist nicht wirklich förderlich für die Haut. Das machen wir also nicht, wenn wir trotzdem schön braun werden wollen. Bisschen Bräune tut immer gut. Was sagst du als Expertin, was empfiehlst du? Also grundsätzlich für das Gesicht und das Dekolleté empfehle ich so ein Bräunungspuder. Ich habe hier mal sowas mitgebracht. Das ist immer ganz angenehm. Das ist so schattiert, das passt sich auch richtig schön an. Das lässt sich abends gut wieder abwaschen, schädigt die Haut nicht, sorgt für keine Allergien und gibt etwas frischen Teint. Also Bräunungspuder? Bräunungspuder, richtig. Macht gar nichts, ne? Macht gar nichts, sorgt für keine Allergien, keine Schädigung, gar nicht. Und das ist schnell aufgebracht, kann jeder. Vor allem geht es auch im Winter, das finde ich ja so schön. Ganz genau. So, und dann gibt es noch verschiedene Arten der Selbstbräunung mit Selbstbräuner aus der Tube. Ne? Dann gibt es, da haben wir die ganzen Tuben, die ganzen Cremes. Wie findest du die denn? Also Cremes würde ich grundsätzlich nicht empfehlen, weil sie ungleichmäßig aufgetragen sind und zu fleckiger Bräunung führen können. Und das sieht dann doch wirklich nicht so natürlich aus. Empfehlenswert ist eher ein Spray. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Haut gut vorbereitet ist, dass man wirklich darauf achtet, dass die Haut mit einem schönen Peeling optimal vorbereitet ist und das Spray dann selbst auch schön gleichmäßig, wenn man es selbst aufträgt, gleichmäßig in einer Regelmäßigkeit auf die Haut tragen. Ich habe das auch schon mal ausprobiert mit so einem Spray, habe danach, weil es ist ja so ein bisschen wie eine Creme, das danach verrieben, ist auch Quatsch, ne? Ja, verreiben ist nicht gut, weil damit wird es wieder ungleichmäßig. Also wirklich gleichmäßig wie so ein Haarspray, gleichmäßig auf die Haut auftragen, dabei versuchen wirklich die gleiche Entfernung von der Haut zu halten und das dann nur noch einziehen lassen. Im Gegenteil, kein Wasser, kein Schweiß, keine Kleidung groß an die Haut heranbringen, damit wirklich eine gleichmäßige Einziehen der Lotion passiert. Also stehe ich erstmal eine Weile so da? Ein bisschen, also eine Weile nicht, aber ein bisschen. Also du sagst, Spray, klarer Vorteil auch gegenüber dieses, es gibt ja so Tücher auch fürs Gesicht. Richtig, auch das verbirgt oftmals die Gefahr, dass es fleckig und scheckig wirkt und das wirkt dann eher unnatürlich als schön. Wie bereite ich denn mein Gesicht vor auf so eine Bräunung? Also das Gesicht sollte ebenfalls wie der ganze Körper, überall wo ich es anwende, sollte das Gesicht optimal vorbereitet werden durch ein schönes Peeling. Auch der Körper sollte gleichmäßig gepeelt werden, um die abgestorbenen Hautschüppchen wirklich abzunehmen. Dann eine optimale Feuchtigkeitspflege unter. Je trockener die Haut ist, je schlechter und fleckiger wird das Produkt aufgenommen. Je feuchter die Haut ist, je optimaler ist das Ergebnis. Ah, also ich muss schon auch noch eine Creme unter dem Selbstbräuner. Richtig, also nicht konkret eine Creme, also wenn die Haut sehr trocken ist, wenn man nicht so viel trinkt, dann ist es wirklich so, dass die Haut ungleichmäßig die Feuchtigkeit, denn in so einem Produkt ist auch Feuchtigkeit enthalten und dann sucht die Haut natürlich nach dem bisschen Feuchtigkeit, was sie kriegt. Nun gibt es ja irgendwie neueste Gerüchte, die besagen, dass Selbstbräune an sich ungesund sein sollen, sogar Krebs auslösen können. Wie ist denn da Ihre Erfahrung oder Meinung? Also grundsätzlich sage ich alles in Maßen.
Das ist wichtig, wirklich zu berücksichtigen. Wenn ich also regelmäßig ins Solarium gehe, ist das in jedem Falle schädigend. Regelmäßig in ein Sonnenbad zu genießen, ist ebenfalls nicht optimal. Wenn ich hin und wieder einen Selbstbräuner benutze, werde ich, am allerwenigsten meiner Haut Schädigung zuführen. In jedem Falle merke ich sehr schnell, wenn meine Haut es nicht verträgt. Wenn ich ängstlich bin, sollte ich allerdings auch wirklich einen Arzt vorher fragen, benutze ich so ein fremdes Produkt, sind da Inhaltsstoffe, auf die ich eventuell allergisch reagieren könnte. Wie lange hält denn so ein Selbstbräuner? Wenn ich einmal ansprühe mit so einem Bräunungsspray, wie lange hält das so? Zwischen 3 und 8 Tage. Sehr unterschiedlich, je nachdem, wie Regeneration, wie meine Haut sich regeneriert, wie ja, ich mich regelmäßig peele und wasche. Wenn ich morgens und abends mich dusche, nehme ich natürlich das Produkt auch schneller wieder ab. Aber im Regelfall könnte man sagen, zwischen 3 und 5 Tagen. Also Urlaubsfreunde, geht auch ohne in der Sonne gewesen zu sein und gesund. Vielen Dank, Janetta. Sehr gerne.